Hallo auf unserem YouTube-Kanal. Fest, dass ihr da dabei seid. Wir haben ja im Februar einen Rundgang gemacht durch unsere Glashäuser da. Das ist von unseren Zusehern recht gut angenommen worden und darum haben wir gedacht, wir machen jetzt gleich einen Monat später wieder einen Rundgang, damit man einmal schön sieht, weil im Frühling natürlich tut sich das meiste in der Gärtnerei, was da alles passiert ist. Wer den letzten gesehen hat, wird den Vergleich jetzt natürlich sofort merken. Und wir werden auch wieder ein paar Tipps einpacken, was man jetzt im März alles machen kann im Glashaus zu Hause. Ja, wer die beim letzten Rundgang ist da hinten noch alles leer gewesen. Da ist jetzt alles vollgeräumt mit verschiedensten Gemüsejungpflanzen, was wir im November schon angebaut haben. Letztes Mal hat man ein paar kleine gesehen, vereinzelt. Da ist jetzt schon eine ganze Fläche. Also das sind 10 verschiedene Salatsorten, Kohlrabi, Kraut, Brokkoli, alles, was das Gärtnerherz begehrt, ist da hinten versammelt. Wenn man dann da ein Stück weiter noch vorgeht, sind da die Primeln. Die sind jetzt schon in Vollblüte und werden laufend verkauft. Heuer durch den extrem warmen Februar sind die eigentlich zu bald aufgeblüht. Das ist ein bisschen ein Problem. Und wir hoffen, dass wir jetzt noch genug absetzen können. Weil jetzt sind sie genau im perfekten Stadion. Draußen ist es leider noch ein bisschen zu kalt. Für nächste Woche haben sie wieder Frost gemeldet. Aber durch die warmen Februartemperaturen sind eben die so schnell aufgeblüht. Da zum Beispiel, wenn man es so sieht, haben wir eben letztes Mal auch eben in der Hand gehabt. Das ist das Magikraut. Letztes Mal waren da noch ein paar Wurzeln. Man sieht es jetzt, es wird wärmer und da sind schon die neuen Wurzelansätze mit Regenwurm sogar. Und das Magikraut treibt schon aus, haben wir letztes Mal im Video gesagt. Das geht jetzt sukzessive und man kann es eigentlich dann schon für eine gute Rindsuppe hernehmen oder für sonst irgendwas, was man haben will. Ist ja vielseitig einsetzbar. Daneben sind eben die ganzen Kräuter und so. Da merkt man jetzt schon richtig, dass der Frühling kommt, dass die Pflanzen stärker werden, anschieben in Softgängen und dass alles zum Wachsen anfängt. Wenn wir da ein Stück weiter noch vorgehen, man merkt es da zum Beispiel jetzt beim Bambus, der war letztes Jahr noch so ganz fahl und dunkelbraun. Jetzt wird er schon saftig grün, da sind schon die ersten Ansätze, dass er wieder zum Austreiben anfängt und dann werden wir jetzt dann bald rausräumen. Also Bambus ist ja relativ frostfrei, wenn man zu Hause jetzt auch drinnen überwintert hat, kann man dann jetzt Anfang März schon ruhig rausstellen. Minus 10 Grad machen dann kein Problem und darum ist es auch kein Problem, dass man rausstellt. Wenn man da im Hintergrund schaut, haben wir da unsere Bäume, was wir getopft haben. Man sieht da jetzt schon, dass die ersten Blütenansätze da sind. Eigentlich hätte man es rausräumen können. Wir haben es jetzt herin lassen, weil da sind zum Beispiel auch Marillen drauf. Man sieht es, Marillen für sich. Die fangen jetzt zum Blühen an. In der Natur blühen es 2-3 Wochen später. Bei uns da blühen sie jetzt schon im Glashaus. Wir lassen das so, damit wir einen ganz leichten Fruchtansatz haben. Wenn dann die Spätfrüste weg sind, räumen wir es raus. Und die Marillen haben dann quasi einen leichten Fruchtansatz. Drum lassen wir es noch reinstehen. Die Äpfel und Birnen werden wir dann jetzt mal rausräumen, da ist es besser, dass sie kühl stehen und dann noch nicht zum Blühen anfangen. Da sieht man es jetzt schon mal, die Äpfel. Das sind Blütenknospen, die sind gerade ums Aufspringen. Wenn wir da dann weitergehen, da haben wir jetzt schon die zweite Etage herum. Da sind zum Beispiel Geranien. Die haben wir im Februar gerade getopft gehabt und im Warmhaus, also im Altar stehen gehabt, da war es wesentlich wärmer. Jetzt sind sie schon schön durchwurzelt und wir haben die da jetzt rübergestellt. Da ist ganz kalt, also das Haus wird nur auf 0 Grad geheizt und die stehen da oben und werden so ganz, ganz kompakt und ganz dunkelgrün, wenn man so kühl zieht. Da sind die Belis, also Belis perennis, das Gänseblümchen, war letztes Mal auch noch ganz drinnen und eng. Keine Blüten. Wenn man jetzt sieht, da ist alles natürlich schon ein Blütenmeer und der volle Frühling ausbrochen. Ist natürlich einer der schönsten Arbeitsplätze um die Jahreszeit. Wenn man so noch vorgeht, da haben wir jetzt so Einsaaten. Die haben wir rein nach biologischen Kriterien gezogen.
Das ist ein Saatgut von der Rheinsaat aus dem Waldviertel. Das sind die Arten eng zusammen mit der Achenoa. Das ist jetzt da zum Beispiel, na, müsste man kennen. Genau, das ist der Brokkoli, der Limba. Und der kommt da jetzt schon schön raus. Die Sachen da ziehen wir vor für unseren Bauerngarten. Der wird auch rein biologisch gemacht. Der muss auch biologisch nachhaltig nachweisbar sein. Es ist eine biologische Erde verwendet worden. Und wir haben sogar in Holzkisteln gegeben, dass wir das Plastik vermeiden. Darum haben wir das so gemacht. Stehen jetzt überall umeinander, weil wir zurzeit einfach aber leichte Platzschwierigkeiten haben. Dasselbe ist da jetzt mit dem Petersilie. Man sieht, der ist eine Kräuselpetersilie. Die Mooskrause ist schon wunderbar ausgetrieben. Und man kann es so eigentlich schon ins Glashaus setzen oder ins Freiland. Petersilie haltet auch leichten Frost aus. Und wenn er so kühl hergezogen ist wie der, kein Problem schon zum Raussetzen. Da herum haben wir gewisse Salatpflanzen. Das ist das Kaifos zum Beispiel. Die haben wir vorgezogen jetzt. Die haben wir in so große Töpfe gesetzt, auch in eine biologische Erde. Die ziehen wir einfach vor. Grund, das Gemüse soll Anfang mal wunderschön fertig, erntereif ausschauen. Darum machen wir da so Vorkulturen im Glashaus, in Töpfe, und die können wir nachher wunderbar in den Garten raussetzen. Wenn man da ein weitergeht, da haben wir Rucola. Der Rucola ist ein typisches Beispiel, wenn man ja da schaut, der ist im anderen Glashaus unter dem Tisch, also am Tisch gestanden, drüber am Hänger, kann ich nachher noch einen Platz zeigen, sind andere Pflanze gestanden, er ist zu dunkel gestanden und man sieht da, dass die Unfallerkrankheit angefangen hat. Also es ist eine Pilzkrankheit. Das ist da langsam abgefault. Wir haben es jetzt sofort draußen nochmal aus der Kulturfläche da drüben und da relativ trocken und hell gestellt. Es hört dann wieder auf zum Umfallen. Hätten wir es da drüben stehen lassen, wäre das ein Totalausfall. So wächst er wieder ganz normal weiter. Also der Rucola mag es immer recht kühl und hell. Hell ist wichtig bei denen, sonst wirft es ihn. Der Petersilie, da haben wir leichte Keimschwierigkeiten gehabt. Das ist eine Glattpetersilie. Haben wir in einem Video schon angeschnitten. Ein bisschen kommt da, aber den haben wir jetzt da ins Kühl gestellt und heller, dass das vielleicht noch ein bisschen was wird. Da drüben sind noch verschiedene Balkonblumen. Haben wir da so ganz rüber geschaut. Das sind Vitalia, die haben wir gerade frisch getöpft. Und daneben, das ist die Myosotis hier vorne. Das ist ein Vergiss mein nicht, was dann blau zum Blühen anfängt in ein, zwei Wochen. Ja, das da ist Dianthus, das ist quasi eine Nelke. Sie ist winterhart, die kriegen wir schon als Jungpflanzen in so Jiffys, Jiffy Pots heißt sie das, werden die geliefert. Wir topfen die da nur noch in größere Töpfe ein, stellen die bei 0 Grad auf, also auch relativ kühl, nicht zu warm. Und die Kultur ist im Prinzip in 4-5 Wochen fertig, da braucht man nicht mehr viel machen. Da haben wir jetzt verschiedenste Erdbeersorten getopft. Das ist die Elana, das ist eine Aroma-Erdbeer, recht eine gute, reichtragende. Die haben wir da auch so in 10 Halbjahr-Töpfe getopft, also reinpickiert. Die blühen schon im ersten Jahr, man hat im ersten Jahr schon einen relativ guten Ertrag. Und da hinten haben wir eine immer tragende. Die Sorte. Die Erdbeeren sind von Sämlingen herangezogen. Es gibt da quasi von Wurzel, also vegetativ vermehrte, die was Wurzelausläufer machen, auch. Aber die sind in der ersten Generation als Sämling gezogen und halten durch das sehr gut. Man kann die 3-4 Jahre dann am selben Standort lassen und hat eigentlich einen super spitzen Ertrag. Ja, in eines unserer letzten Videos ist auch um diese ganzen Saatgutgeschichten gegangen, was wir da im Bauerngarten machen. In erster Linie geht es ja in diesem Bauerngarten nicht um die Samenzucht, darum haben wir da überall nur ein Exemplar, sondern es geht eigentlich um die Blüte. Die Pflanzen blühen ja alle wunderbar schön und in dem Fall geht es nicht um das, dass wir Samen züchten in diesem Bauerngarten, sondern dass wir die zweijährigen Blüten der verschiedensten Samenträger darstellen. Also das gerade jetzt treibt er schon aus. Das kommt dann da die Blüte, das ist recht interessant. Karotten zum Beispiel auch. Man sieht da schon jetzt bei den Karotten,
Da wird sich unser Schnüffelwüffel freuen, glaube ich, im Glaser, wenn er es zum Fressen kriegt. Ein bisschen was müssen wir den Hasen bringen. Dann Tiefi und so fahren jetzt auch schon zum Treiben. Die werden wir nächstes Jahr, nächste Woche alle in Bauerngarten aussetzen, damit sie dann Anfang Mai richtig schön blühen. Das ist ein Bug Joy, den werden wir nicht mehr aussetzen, weil der hat jetzt da herinnen schon zu bald zum Blühen angefangen. Der verblüht dann. Aber man sieht es, hat trotzdem eine wunderschöne Blüte. Und wenn man da ganz viel von Haufen zusammensetzt auf einen Quadratmeter, dann schaut es natürlich auch sehr toll aus. Da stehen jetzt wieder die verschiedensten Aussaaten. Jetzt für Anfang März ist optimal, dass man das ganze Kohlgemüse, was man früher haben will, zum Beispiel wie Brokkoli, Karfiol, die ganzen Salate, bauen wir jede Woche sowieso satzweise an. Aber jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, dass man das jetzt anbaut für sich zu Hause, weil die werden dann ja, zum Raussetzen so in 4-5 Wochen und man hat dann eigentlich eine Frühernte so im Juli, August. Da vorne, wenn man schaut, steht jetzt ganz viel Sellerie. Den haben wir jetzt auch so ganz kalt da zum Herz hin. Da haben wir so ein ganz kleines biliertes Sackgut. Das ist jetzt auch Anfang März optimaler Zeitpunkt zum Machen. Da herunten zum Beispiel ist ein Pastinaken. Da machen wir ein bisschen eine Vorkultur. Und so wird das immer wieder, jetzt jede Woche werden da tausende von Pflanzen angebaut. Der Gang, glaube ich, ist ziemlich gleich geblieben mit letztes Mal. Da haben wir verschiedenste Kräuter, Pfefferminze, Zitronenverbene. Da sind jetzt unsere Narzissen, die schauen so aus. Haben wir letztes Mal das über die Treiberei gemacht. Jetzt sind sie schon so weit heraus und fangen zum Blühen an. Das geht auch ständig so dahin. Der Schnittlauch, den was wir letztes Mal ausgeräumt haben, gibt es auch schon irgendwo in einem Video. Schaut jetzt so aus, ist schon wunderschön austrieben. Man sieht, wenn man so kalt herträgt und relativ feucht haltet, das ist wichtig beim Schnittlauch, dann kommt der wunderbar. Also wir haben ihn draußen durchfrieren lassen, ganz stark. Und der ist angebaut worden letzten Mai und jetzt schaut er schon so aus. Ja, das ist unser Schnittlauch, den was wir selber gezogen haben, da zum Vergleich. Einmal bringst du mir schnell mal einen her. Ja, genau. Das ist einer, den was wir jetzt zugekauft haben. Man sieht es eigentlich, dass der viel dichter ist. Aber er ist relativ schnell hergezogen. Er hat fast kein Erdreich. Der wird nur gestochen quasi und ganz schnell hergezogen. Der Schnittlauch quasi, den kann man abschneiden. Er wird wahrscheinlich nicht mehr austreiben und ist halt eine einmalige Sache für die Suppe und kann man dann nicht mehr aussetzen. Unsere Schnittlauch hingegen sind, wenn man da schaut, ist das ganz was anderes. Hat einen schweren Erdball. Wenn man den Schnittlauch jetzt dann vortreibt, abschneidet, dann raussetzt, kann man den beernten bis in Herbst rein. Der Schnittlauch da vom Geschäft, der wird quasi, der ist nur für Schnittgrün und nachher kann man eigentlich entsorgen. Er wird nicht mehr ein schöner Stock werden. Das ist ein großer Unterschied zwischen Schnittlauch, wie man den kultiviert. Das sind die zwei Sachen, Schnittlauch. Immer ein scharfes Thema. Beim Petersilie ist dasselbe, wir haben hinten gesehen, den einen Petersilie. Das ist eben jetzt nur so gekauft, man sieht, dass der ganz warm hergezogen worden ist. Er ist relativ weich, lätschert, schmeckt auch nicht so gut. Aber das ist einfach, weil unser Schnittlauch um die Zeit durch das, dass wir so kalt kultivieren, einfach um einige Wochen länger braucht. Darum müssen wir ab und zu auch irgendwas zukaufen im Großhandel. Das sind so Kräutersachen. So, die größere Veränderung wahrscheinlich von Februar bis jetzt ist in diesem Glashaus passiert. Das sieht man, da ist letztes Mal da, war wohl noch fast gar nichts gewesen. Auf der Seite war lauter Sachen noch, was wir überwintert haben. Auf dem Tisch, der ist jetzt eigentlich von hinten bis vorn angefüllt mit Sorfinien, quasi die Petunie, die hängende, das ist eine Balkonblume, eine sehr wichtige Kultur bei uns. Die geht jetzt da bis runter, jetzt wird sie dann pinziert, also quasi, es wird der Haupttrieb da abgebrochen, weil sonst würden die so in die Länge wachsen. Den Haupttrieb, das zeige ich da hinten, da machen wir wieder Stecklinge davon. Das geht zwei, dreimal so dahin, dass man immer wieder Mutterpflanzen, das sind unsere Mutterstücke, die werden dann pinziert. Pinziert heißt, die Kappe wird abgebrochen, dann werden nochmal Steckling gemacht und dann gehen sie so in Verkauf. Auf dieser Seite, da sind verschiedenste. Das ist zum Beispiel eine Tromberge da,
Die haben ein bisschen zu lange stehen gehabt in der Pikierplatte. Jetzt ist sie stellenweise leider durch einen leichten Trockenschein abgestorben. Passiert mir manchmal, manchmal kann passieren. Da natürlich sind schon ganz interessante Sachen. Das sind jetzt verschiedenste Tomatensachen. Der erste Satz. Tomaten baut man ja im besten Fall jetzt Anfang März an. Die haben wir schon Anfang Februar angebaut und in warmen Vorzogen, weil wir eben einfach Jungpflanzen bauen brauchen. Für die, die was zu Hause jetzt für Tomaten haben wollen zum Aussetzen, ist jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt für die Aussaat. Das da ist eine Melanzane, die braucht ein bisschen länger. Und das sind verschiedenste Tomaten. Da haben wir, so gerade, man sieht es gleich einfach, das ist einfach nichts Gescheites. Da haben wir ein bisschen Basilikum zugekauft. Unser Basilikum bauen wir erst jetzt an. Auch dasselbe Grund, durch das, dass wir die Häuser so kalt haben, nicht so warm, würde der Basilikum zwar keimen, aber nachher umfallen. Also wir bauen jetzt Mitte März erst den ersten Basilikum an. Das geht dann leicht aus, dass wir eine gute Qualität erzeugen, die was dann auch beim Kunden im Endverkauf, was kann auf Fensterbanken stellen und der hält. Also wenn man Basilikum selber machen will, empfehle ich entweder geht's zum Gärtner, zum Fachhändler, der es selber macht, oder es baut es selber an. Dann kann man eine Qualität erzielen, die was über das Jahr über beerntbar ist. Basilikum generell ist ja sehr wärmeliebend und er mag keine Zugluft, das sollte man beachten. Da nach hinten sind jetzt auch lauter stehende Pelargonien zum Beispiel. Da ist auch noch eine Susi-Sonne, also eine Trombergie, die ist schöner, die gelber. Die haben wir bald noch getopft. Das sind zwei, drei Tage Unterschied, dort war es schon spät. Sieht man, die haben nichts gehabt, die wachsen gleich wunderbar weiter. Da oben haben wir verschiedenste Million Bells, Calibrachoas. Die fangen da jetzt zum Blühen an. Und verschiedenste Balkonblumen, also da können wir jetzt noch eine halbe Stunde auch hier diskutieren, aber ich glaube, das wird dann zu fad. Da auf der drüben Seite ist interessant, weil da haben wir jetzt Jungpflanzen zugekauft. Das sind Jungpflanzen von Paprika, Melanzani und Snackpaprika. Grund, warum wir die zugekauft haben, ist dasselbe, dass wir einfach dann Anfang April schöne, kräftige Pflanzen haben für den Endverkauf. Ja, da sieht man jetzt zum Beispiel, dass wir, da haben wir eine Aussaaterde und wir brechen da, so geht das Bezieren, was ich da vorhin erzählt habe. Man bricht einfach den Haupttrieb da ab vom Steckling, putzt die unteren Blätter, dass die weg sind, die wurden faulig, weg. Und dann werden die einfach wieder in Aussaaterde abgesteckt. Wichtig, dass das eben eine Erde ist, was nicht aufgedüngt ist. Wir gießen es dann gleich mit Mikroorganismen an, mit effektiven, werden dann mit der Folie am Anfang zugedeckt und müssten, wenn das Wetter passt, eigentlich in 2 Wochen wieder Wurzeln haben und in 3 Wochen werden die wieder in so Töpfe getopft und der Spaß geht von vorne los. Und dahin steht unser fetter Brummer, der überwacht das Ganze, falls uns die Fernwärme wieder einen Strich durch die Rechnung machen würde, ist der mit einem Thermostat gekoppelt und wenn die eine Heizung ausfällt, schaltet sich das dazu. Das hat einfach schlicht und weg den Grund, dass da jetzt ein extremer Wert herinstellt und wir natürlich nicht wollen, dass das Glashaus da irgendwie abfriert, so wie wir es im Herbst schon, im Winter schon gehabt haben. Da drüben sind auch diverse Jungpflanzen jetzt, die was wir jetzt alle nach und nach topfen werden. Da, wo jetzt überall Frühlingsblumen sind, werden im April, wenn wir wieder einen Rundgang machen, bis alles Pflanzen sind, die was dann dort stehen, da werde ich dann wieder ein bisschen was drüber erzählen. Das ist ja eigentlich unser Eingangsbereich. Letztes Mal war da noch Baustelle, schaut jetzt schon ein bisschen anders aus. Da haben wir jetzt schon den neuen Boden herinnen. Das war jetzt noch so grün und alles abgespachtelt und angeschliffen. Jetzt ist das ein neuer trittfester Boden und das war mir ganz wichtig, wenn der Boden nass wird, der rutscht nicht. Da sind so Feinanteile drin und der kann nass sein, wie er will. Man bleibt sogar mit Koks drauf picken. Das ist sonst immer, wer das kennt mit Koks und so Betonböden, das ist eine heikle Sache. Aber das haben wir da jetzt ausgemerzt. Da müssen wir es noch machen. Der Teil ist neu. Wer das den letzten Rundgang gesehen hat, weiß, wie das ausgeschaut hat. Jetzt schaut es so aus. Da kommen jetzt noch mehr Tische rein und das wird auch noch sukzessive verbessert und neu gemacht. Da haben wir jetzt diverseste Steckzwiebeln.
Das ist zum Beispiel, weiß jetzt gar nicht, die rote Carmen, das ist eine rote Steckzwiebel. Da haben wir einen Schalottensteckzwiebel. Das ist der normale Stuttgarter Riese. Da haben wir einen weißen Steckzwiebel. Das ist alles, was man jetzt im März schon anbauen kann. Sobald der Bodenfrost weg ist, kann man die Steckzwiebeln stecken. Leichte Nachfröste, da haben wir nichts. Da haben wir noch so einen Bananenschalotten. Der ist auch recht super, einer von meinen Lieblingszwiebeln, weil der eine extrem gute Lagerfähigkeit hat. Also der bleibt locker bis Mai, Juni, wenn man selber anbaut wieder. Kann man den verwenden. Hat einen extrem guten Geschmack, ist ein wenig bläulich. Wirklich eine sehr gute Zwiebel. Was wir da dann noch haben, ist der Frühlingsknoblauch. Den kann man jetzt auch vorkultivieren. Sprich, man bricht sich die Zehen raus da und baut sie eben so in 12 cm Töpfe an. Dann treibt er aus und man setzt dann, also ich gebe in einen 12 cm Topf immer 4 so Zehen rein und setze den ganzen Topf dann raus ins Freiland. Man kann den Knoblauch dann als Frühlingsknoblauch ernten, quasi wenn im weichen Zustand mit dem Grün, kann man es ganz ernten. Oder man lässt ihn ausreifen bis in den Herbst und hat dann im Herbst wieder wunderschönen Knoblauch. Es gibt dann zwei Arten von Knoblauch zu kultivieren, Herbstknoblauch, Frühlingsknoblauch. Das ist Frühlingsknoblauch. So, wenn wir da noch reingehen, über das Haus braucht man nicht viel berichten. Letztes Mal hat noch nicht geblüht, jetzt blüht es. Das sind quasi unsere ganzen Stiefmütterchen. Wie gesagt, da haben wir jetzt schon angefangen, sobald Stiefmütterchen verkauft werden. Oder wir werden jetzt viele auch ins Freiland räumen, dass dort noch abgehärtet werden. Kommen eben schon die Sommerblumen, wie da sind die Begonia Semper Florens, also die Eisbegonie. Wird eben dort jetzt sukzessive dann schon nachgebaut für den Sommer. Und so geht es dann dahin. Und wenn das abgeschlossen ist, dann kommt wieder unser Gemüse da rein. Auf das freuen wir uns natürlich wieder besonders. Weil das ist immer super Zeit, wenn man da einfach reingehen kann und wie im Paradiesgarten vom Vollen schöpfen. Tja, da sind wir jetzt wieder im Vorbereich. Da hat letztes Mal unser Video geendet, wer es noch weiß, im tiefsten Schneechaos. Mittlerweile fängt da schon alles zum Blühen an. Und wenn man jetzt da ein bisschen weiter geht, also die Fläche kennt ihr jetzt noch nicht, aber das wird natürlich irrsinnig interessant. Ich habe gerade den ganzen Nachmittag eine Führung gehabt auf diesem Gelände, hat ja 15 Hektar. Und da wird es dann sicher einige Videos geben. Und da geht es eben jetzt dann um die Landesgartenschau in Oberösterreich und das Biogarten Eden. Man sieht es auf der einen Seite, ist noch totale Baustelle, also auf der anderen auch. Da kommt jetzt dann ein neues Glashaus her, was sicher interessant wird, wenn wir den Aufbau verfolgen. Wir werden sicher ein Video darüber machen. Das wird in zwei Wochen schon stehen. Beim nächsten Video im April steht da ein neues Glashaus. Wird in der einen Seite, wird sich da der oberösterreichische Gärtnertreff präsentieren. In der Mitte wird ein Eingangsbereich sein für die Landesgartenschau und auf der anderen Seite werden sich die Floristen von Oberösterreich präsentieren und verschiedenste Ausstellungen gemacht werden. Das kommt dann da her. Wenn man jetzt einen Schwenk macht, da geht es rüber zum Stift. Da sind schon so Blumenflorflächen und man sieht es da einfach schon, der Frühling kommt. Da kommen Tulpen zum Beispiel, da kommt Allium. Das sind Riesenflächen, die ja nach hinten Einlass, also Einlass nicht, das sind nicht 200 Meter, waren nur so Sommervorflächen, was jetzt dann zum Erblühen anfängt und was natürlich voll hochinteressant wird. Und die nächsten Videos werden sicher wieder vom Bauerngarten, von den Permakulturgärten, von den Gemeinschaftsgärten. Da gibt es jetzt dann viel zu berichten, viel zum Filmen und wir werden sicher viel Gartentipps auch dort machen, weil sich die Fläche einfach für das präsentiert. Und man braucht nur noch vom Glashaus rausgehen und hat einfach Hülle und Fülle an Blumen. Ja, in dem Sinn sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Freut uns immer, wenn ihr unseren Kanal anschaut. Insbesondere auch, wenn wie die letzten Videos einfach gleich 10.000 Mal angeschaut wird. Das ist einfach super. Das motiviert uns, dass wir weitermachen. Der Johannes hinter mir grinst, weil den freut das natürlich auch besonders. Er ist ja für die ganze Technik zuständig und dass er das schneidet und filmt. Also das muss man auch sehen. Und in dem Sinn, abonniert unseren Kanal, das ist auch ganz super, 500 neue Abonnenten innerhalb von ein paar Tagen, perfekt.
Und in dem Sinn, bis nächstes Mal.